Jo. Halb fünf schon. Wir sind spät. Ich bin gestern recht. Oh, mein, wir sind es noch gar nicht, weil ich dachte, es wird verlaufen. Ich bin gestern erst recht spät zu Hause angekommen. Ich war ja auf dem Abiball. Und dann sind wir noch in den Club gegangen. Oh, Kavi hatte Geburtstag. Ich glaube, gestern. Das ist ein Event, an dem ich teilnehmen kann. Das sind die Check-in-Rewards. Die Check-in-Rewards vom Dings. Egal, ich rede mal ein bisschen. Genau, gestern war Abiball bei uns. Es ging bis irgendwie 12 Uhr in etwa, Mitternacht halt eben. Und dann waren wir noch bis circa 4 Uhr im Club. Und dann bin ich um Viertel nach 4 zu Hause angekommen. 5 Uhr ist schlafen gegangen. Heilige Scheiße. War ich dann müde. Bin ich immer noch müde. Naja, nicht wirklich müde, aber ich bin halt sehr spät erst aufgestanden. Und dementsprechend streame ich auch jetzt erst. Ich soll in Discord. Jo, Momelie. Hi. Was ist das? Daily Missions. Schönen Abend, Jingling. Es ist kein Abend, es ist Nachmittag. Ja, okay, sorry, dass ich dir einen schönen Abend gewünscht habe. Tut mir leid. Aber hi. Ja, das ist ein Verbrechen. Ja, okay, ich muss erstmal Resin ausgeben, bevor ich überhaupt was Gescheites machen kann. Ja, dann mache ich es halt erst gleich. Ich erst gleich auf die Website gescheit. Aber ich Ich habe hier kann noch die einfach gar drei nicht mehr Streamer leveln Rewards. in Event Zendes. Rewards, wie auch immer, das ist auch wild. Also nehme ich das mal mit. Plus 1900 Primus nehme ich. Nehme ich, brauche ich. Brauche ich actually. Ich will leveln, aber ich kann nicht. Du willst was? Leveln in Zendes. Ja, ich habe Zendes irgendwie kaum gespielt seit dem Release. An 2 Tagen. Ich Ja, weiß, aber du ich. hast auch nicht so viel Zeit. Genau. Und dann habe ich halt Genshin als Priorität genommen. Ich fange erstmal an mit Resin ausgeben bei den Leylines wegen dem Event. Und bist du schon Level 35 oder was auch immer? Nein, weil eben, ich habe ja gesagt, ich hab keine Sidequests mehr. Schade. Ich habe alles gemacht. So. Das ist krank. Und jetzt, ich kann halt gar kein XP mehr bekommen, außer ich lock mich halt daily ein und mein Resin. Aber es hat halt immer noch so ein paar Sidequests, aber ich habe halt das Gefühl, dafür muss ich in der Story progressen. Aber damit ich überhaupt in der Story progressen kann, muss ich noch zwei Level machen. Und ich bin Level 32 und ich muss Level 34 sein. Ich bin gleich Level 33. Aha. Warum noch nicht? Wow, Ja, ich du hasse hast ja auch Birdle. mitbekommen. Ich hab ja jetzt schon ein paar S-Ranks so. Ja. Aber keiner davon war early, außer Alan's Weapon. Das crazy. Macht keinen Sinn für mich. Wieso? Dass du nichts early bekommst, das ist Naja, unmöglich. dafür habe ich aber. Gelogen. Ah ne, warte, warte, Nikomata war early. Na bitte. Und Alan's Weapon. Wollte mich glatt anlügen, einfach. So ein Schwanz. Ich finde das so komisch, dass es so ein Autsch. Artifact-Gacha hat. Warte, was? Hat's oder hat's keinen? Es hat ein Gacha für Artefakte. Das gibt mir Dings-Vibes, Power Fantasy-Vibes. Ja, aber du kannst das gratis machen. Oh, wirklich, das wild. Das ist einfach eher so noch eine Funktion, neben den Domains noch an mehr Artefakte zu kommen. Ach Kommst du so. dann so 10 Pieces? Jo. Jo. Ah, okay. Oh, okay. Jo. Der was? Mein Handy ist so langsam geworden, das ist crazy. Will gerade ganz kurz was vom Handy machen. Für 2 Sekunden. Aber das hat einfach nicht reagiert, so schade. Egal, ich glaube, ich gehe jetzt auf die Uhr. Na, ich muss noch Dailies machen erst, fuck. Ja, gut, okay. Into the shadows.
Arsch. Ready. Ja, ich glaube, ich mache da erstmal noch meine Ladies und so. Und dann gehe ich mal das Web-Event machen. Und jo. Das Web-Event ist nicht gemacht. Was? Ich hab das Web-Event noch nicht gemacht, hatte ich so ja, keine Lust drauf. Ich glaube, es ist auch erst seit heute. Nee, seit gestern. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Glaube ich. Ich bin mir recht sicher, es ist seit heute. Aber. Ja, aber ich bin ja heute schon relativ früh wach gewesen, um Sanders zu spielen. Digga, das ist halt auch wirklich krank. Ah. Zethos ist zu klein. Hey, aber ich bin weiter als Frosch. Ja, du zockst auch, glaube ich, mehr als er. Ja, weil er hat, ich meine, er hat mehr zu tun. Ja. Ich kann halt im Moment nicht viel machen, so. Und das ist mir zu warm, dass ich irgendwas Produktives mache. Bei uns geht's grad. Ja, nein, bei mir ist es 30 Grad. Schade. Coffee Extract Milk, ja fuck you. Und dann Milk Foam. Nice ist, hier. Das Artifact XP. Ja. Ist wie Character XP. Okay. Also du levelst deine Artifacts nicht mit anderen Artifacts. Ja. Sondern mit diesen neuen XP und du kannst diese Pull-Währung, die du bekommst, wenn du einen Pull machst und nur ein B-Item ziehst, kannst du gegen Artifact XP eintauschen. Das klingt relativ wild. Und zwar ziemlich viel sogar. Nice. Ich kann dir gleich sagen, was so die Exchange Rate ist. Schau mal kurz, aber ich glaube, das ist actually ziemlich gut. Ja, genau. Hier für 5 von diesen Münzen, man bekommt ja pro Pull 15. Für 5 davon bekommst du 2-mal das Best. Nein, das. Ich glaube sogar das beste XP-Ding. 2-mal. Ich habe nichts verstanden von dem, was du gesagt hast. Also, wenn du einen Pull machst. Mhm. Ja, das ist was halt besser, egal, ist trotzdem ziemlich nice. Ja, okay. Wenn du einen Pull machst, dann bekommst du ja jedes Mal 15 so Münzen, wenn du keinen A-Rank bist. Und mit 5 von denen kannst du dir 2-mal das mittlere Artifact XP holen. Wild. Das finde ich ein ziemlich geiles System, weil man ja sonst nie in Genshin die los wird. Das stimmt. Ja, du kannst dir halt Mora kaufen damit. Ja, aber es lohnt sich nicht so. Eigentlich schon. Ich meine, was sonst willst du damit anfangen? Das ist Free Mora. Naja, aber es ist nicht wirklich gut. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, dass ich dann das Gefühl habe, dass ich gerade das Geilste getan habe überhaupt. Ja, aber was willst du sonst machen? Ja, eben, das meine ich. Aber ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass man was anderes damit machen soll. Ich habe gesagt, dass es hier besser ist. Achso, ja, das stimmt wahrscheinlich.
Ich habe nur deine Aussage gekontert, dass du gesagt hast, man kann es in, man wird es in Genshin nicht los, man wird es schon los, aber halt. Die Man Frage wird es nicht ist. so los, dass es einem. Ja. Ja, wie sehr meinst du, lohnt es sich für dich? Ich meine, ich mach's halt nicht, weil es mir eigentlich egal. Ich farm dann halt einfach mein Mora so. Ich kann es auch theoretisch umtauschen, aber. Ist so ziemlich whatever. Schau mal, wollte ich. Habe ich Ascension Materials für den Charakter mal gefarmt? Ach stimmt, ich wollte Layla Metz farmen. Na, okay, dann gehe ich Aber zu. In ich muss Lightray. jetzt auch. Ich habe jetzt das mit dem Furry abgelegt. Ich habe ein neues Team. Besser ist es, Bro. Ja, und zwar Rina. Ja, wie auch immer das ist. Statt dem Furry. Weil Rina ist ein S-Rank und sie wird auch als Maid gewertet. Und ich wollte ja unbedingt den Butler Bengbu im Team haben. Das war der Grund, warum ich den Furry drin haben wollte. Aber da sie Wer ja auch ist als Maid Rina? gewertet wird. Ist es die Da sie auch Maid? als Maid gewertet wird, habe ich dann zwei Maids im Team, also Ellen und Rina. Maid als Und Rina Maid oder Maid als Mate? als Maid mit Maid. Ja. Ja, aber das macht ja Sinn. Natürlich ist eine Maid als Maid gewertet. Man sieht es ja Ja, mehr eben. Maid als der Butler. Ja, eben. Und Ellen ist auch eine Maid. Und du brauchst für den Butler brauchst du zwei Maids im Team. Naja, Und macht der Sinn. Furry wird halt auch als Maid gewertet. Ja. Ist ja basically das gleiche, bloß in männlich. Ja, ist er. Aber ich will ihn nicht. Ja, keiner will Und den. Außer irgendwelche kranken Typen. ich wusste nicht, dass Rina, dass es noch Rina hat. Aber jetzt Rina, das Nice ist, sie bufft die Durchschlagskraft von deinem Team. Ja, ich weiß nicht, was das heißt. Oh, ein Dreier-Drop. Wild. Das Trash. bedeutet, also Durchschlagsrate ist basically Defense Ignorance. Ah. Ja, gut. Und sie gibt deinem ganzen Team bis zu 30% Defense Ignorance. Bitte sag Ignore. Ignorance ist was anderes. Ignorance Ja, es tut heißt. mir leid, ich habe doch keine Ahnung von Englisch. I Ja, aber can't do Ignorance, English. Ignoranz gibt es auch als deutsches Wort. Ignoranz. Das ist ein komplett anderes Ding als Ignore, als Ich weiß. ignorieren. Aber es ist trotzdem stark. Ja. Also 30% Defense Ignore. Ja, das ist krass. Das ist crazy, ja. Ich habe die Artefaktroute abfahren. Ich muss danach noch Dings fahren. Ascension Mats für dann vermutlich Layla, die Nahida Blumen für Dori und dann noch diese komischen, ne, Blumen für Kolle. Weil ich die jetzt gerade alle level. Für Layla braucht man theoretisch auch Talent Mats. Ich weiß aber nicht welche. Für ihr Shield zumindest. Ich weiß nicht, wie viel Damage ihr Burst macht. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Ich weiß, es könnte auch sein, dass ich Zendes schon recht früh droppen werde, einfach weil ich keine Zeit habe dafür. Wie kannst du noch? Ja, Bro, es kann zwar sein, dass ich jetzt durch mit dem Abi bin, aber nach dem Abi geht's erst richtig los. Aha. Und was denkst du? Ich habe ja gestern. Habe ich ja Mittag Allens Weapon bekommen, ja? Gestern Mittag Allens Weapon. Ja. Und dann am Keine Abend Ahnung. Rina, aber wir reden jetzt einfach über den Mittag. Okay. Was denkst du, wie viel Puls habe ich angespart seit da? Bro, keine Ahnung, 200. Nein, was zur Hölle? Ja, ich weiß nicht, du hast gesagt, das Game gibt viele Puls. Am Anfang, aber da bin ich ja schon durch die Phase. Ja, da hast du halt 50 von mir aus rangespart. Ja, nein, so 30, aber Brock 50. Ja, ich weiß es doch nicht. Herr True Russ ist halt nicht wirklich gespielt. Ich habe halt schon 11 Stunden oder sowas dran gesessen, aber das war's auch. Und ich habe die Story am Anfang, ich habe mir am Anfang die Story auch angehört. Ich schaue mir die Story mittlerweile auch an, weil ich so selten Story-Quests machen kann. Boah, ich würde das einfach nicht machen, dann würde ich lieber mir die Zeit sparen und irgendwas anderes machen.
habe eigentlich immer Lust drauf, irgendwas zu zeichnen, aber dann habe ich Genshin und sowas. Und anderes Zeugs, das ich erledigen muss an Schule. Ey, aber ich glaube, alle Achievements bei dem Arcade-Ding ist fast unmöglich. Ich habe die längste Schlange bekommen. Für Multiplayer. 30 Millionen? Längste Schlange. Ah. Ja, nee, ich glaube, 30 Millionen ist cumulative. Das heißt, du musst einfach nur insgesamt mal 30 Millionen bekommen haben. Nein, zusammen. Musst du nicht. Du musst in einem Match 30 Millionen bekommen. Ich weiß nicht mal, wie viel 30 Millionen Score ist. Ja, pro Kristall bekommst du 1600 Punkte. Dann ist es ziemlich unmöglich. Nee, es ist unmöglich, 1 Million zu bekommen. Nein, es ist weil. Mathematisch unmöglich. Wie viele Sachen spawnen nicht mal genug? Wie viele müssten spawnen innerhalb von 2 Minuten? Wenn einer dir 1600. Ich rechne mit dem Singleplayer. Achso, im Singleplayer? Ich dachte, du meintest Multiplayer. Ja, gut, dann nein, no, kann sein. Ich hab's im Multiplayer die längste Schlangenlänge bekommen, die man als Achievement bekommen kann. Ich glaube, ich hatte irgendwie 146 als Länge und das maximale Achievement ist 120 Länge. Und ja, ist mal ein zweites Game nur. Also in Multiplayer sind, glaube ich, Achievements sehr viel machbarer. In Singleplayer weiß ich nicht, du spielst halt gegen irgendwelche Bots. In Singleplayer sind die komplett geisteskrank. Auch das mit diesem Hund, das Game, wo man sich so runtergräbt. Ja, ja, das ist schon krass. Ja, es wird so krank schwer. Ich glaube, im Multiplayer ist es auch nur jetzt am Anfang noch relativ leicht, weil am Anfang sind alle Noobs und keiner hat eine Ahnung, wie es geht. Das heißt, wenn du ein bisschen mehr Ahnung hast, kriegst du schon automatisch einfach 1000-mal bessere Ergebnisse als die anderen. Aber sobald die Leute es ein bisschen gespielt haben, werden sie selbst Strategien entwickelt haben, damit jeder ein Tryhard sein. Oder jeder zumindest eine annähernd gescheite Ahnung davon haben. Das heißt, du kannst sehr leicht gekesselt werden oder irgendwie eingesperrt werden, indem sie sich self-sacrificen. Das können sie ja theoretisch machen. Einfach deinen Block, deinen eigenen Weg, was? Den Weg von dir abblocken und sich selbst dabei killen. Aber dann stirbst du auch. Damit du ja nicht gewinnst. Das kannst du ja schon machen, theoretisch. Ich dachte mir so häufiger, die können sich jetzt selbst sacrificen, um mich zu killen. Und es wäre Arsch gewesen, aber sie waren zu dumm, um das zu machen. Ja, was? Ich suche, welches Achievement du bekommen hast. 120 Schlangenlänge bei 4 Player-Schlange. Ja, ich habe jetzt nichts gefunden, was länger geht. So, vielleicht gibt es auch etwas, das länger geht, aber ich habe jetzt nichts gefunden, persönlich. Das habe ich schon mit der 120 Schlangenlänge. Ja. Ah, nee, noch nicht. Oh, ich habe Free Hydro Application, das heißt, ich kann einfach. Upp. Nice. Ey, diese Musik in dem Hauptstadtteil ist so chillig am Morgen. Also, wenn in-game die Tageszeit morgen ist. Ich weiß nicht, ob sie sich verändert. Ich hatte ab und zu das Gefühl, dass sie sich verändert hat bei der Tageszeit. Ey, ich habe keine Ahnung, aber es würde schon Sinn machen. Ich glaube, in Pokémon ist es auch so. Also generell macht mir eigentlich andere Musik, wenn andere Zeiten das. Ja, andere Zeiten sind im Game. Das gilt auch aber für Genshin. Also Zenless hat in dieser City, der Soundtrack ist so chillig. Ja. Keine Ahnung, ist mir jetzt nicht besonders positiv aufgefallen. So ist es nicht schlecht und so, aber so als ein krasser Punkt, den ich hervorheben würde, würde ich das absolut nicht nennen. I don't know. Das war spannend, weil ich finde den absolut chillig, ich weiß nicht wieso. Ja, er ist chillig und sowas, das sind alle Genshin-Songs generell in einer Region. Ja, aber ich Region. Finde diesen Song einfach speziell chillig. Ja, wie gesagt, so kann ja sein, dass es für dich so ist. Ich habe ja nur gesagt, für mich ist es nicht irgendwie hervorgehoben. Besonders chillig. Ich sag so, Genshin-Musik fand ich besser. Und das sage ich nicht, weil ich ein Genshin-Fanboy bin. Ja, nein, es gibt halt einfach so und so. Ja. So, keine Ahnung, ja. Kann sein, müsste ich vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Aber wie gesagt, normalerweise ist es halt so, dass ich es heraushöre automatisch, ohne dass ich drauf achten muss. Und dann bemerke ich direkt, boah, damit kann ich fett viben. Oder es fällt mir halt nicht auf. So, in Genshin hatte ich halt in Fontaine nach ein paar Stunden schon Ohrwurm von Fontaine-Musik. In Dings, muss ich sagen. Musik kann ich mich nicht mal mehr dran erinnern. Oh, das ist ja genau. Das ist genau das gleiche für mich wie mit dann Zenless Musik. Wie gesagt, Fontaine hatte ich nach so ein paar Spielstunden schon direkt ein Ohrwurm davon. Zenless habe ich noch überhaupt keinen. Ich weiß nicht mal, wie sie klingt. Ja, ich habe ja auch keinen Ohrwurm von der Musik.
Das ist keine Ohrwurm-Musik, ist einfach, du hörst sie und sie geht. Das ist einfach auch gottlos chillig. Ja, aber auch chillige Musik kann Ohrwurm-Musik sein. Und das Ohrwurm-Musik ist ja nicht gleich schlechte Musik. Hm. Was ich damit meine, ist, dass es dann für mich aber das, was ich hier höre, das ist keine Musik, von der man einen Ohrwurm bekommt. Naja, gut. Was ich mit Ohrwurm meine, ist einfach, es hat für mich sich wirklich so hervorgehoben von anderen Stücken, wo ich mir so denke, ja, das ist halt etwas, das bleibt halt einfach im Gedächtnis. Das ist eindrucksvoll. Wenn ich mir so denke, ja, es ist gut, wenn Sense ist, aber keine Ahnung. Ey, wirklich, ich hasse dieses Ding hier. Warum ist das hier so im Weg? Immer wenn ich mein Artefaktspot einsammeln will, kriege ich das angefühlt. So ein Arsch. Heute kann ich auch nicht so viel zocken. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Sendis spielen kann. Ich habe jetzt meinen Streamtitel dazu umbenannt, dass ich heute Abend ja, Sendis spiele. Aber ich weiß nicht, weil ich muss noch Bewerbung jetzt schreiben an Dings. Jetzt, wo ich mein Abiturszeugnis auch bekommen habe offiziell, kann ich mich bewerben. Und ich habe eigentlich schon vor 3 oder 4 Bewerbungen rauszuschreiben. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann heute Abend noch dazu Zeit habe oder Lust. Also, mal schauen. Mellow ist live. Jo, Matthias, was geht? Melone ist live. Ja, das klingt wild. Aber ich bin gerade selbst am Stream, das heißt, ich werde dem nicht zuschauen. Und ich bezweifle, dass ich gehe zu ihm, aber nur, wenn er Sender spielt. Melone. Boah, ich würde es eigentlich bezeichnen. Kennt Murmeli Mellow, das ist die Frage, Melone. Jonathan, ich glaube schon, ja. Du meinst mit Mellow schon Melone, oder? Also, Jonathan. War das gerade Matze, der das sagt? Ja. Ja, Matze, wir hatten doch mit ihm die Diskussion darüber, Bro, weil Mellow er ist auch nicht Melone. Wer zum Fick ist dann Mellow? Nee, dann weiß ich auch nicht, wen er meint. So, woher soll ich das dann wissen? Dann ist es ja ein... Dann ist es ja irgendein... Ich hab Safe Search an, das heißt, man sieht jetzt nichts Explizites, aber ich flash es nur einmal, das Ergebnis. Bilder, Suchergebnisse. Was zum Fick ist das? Woher soll ich wissen, wer das ist? Hast du es gesehen, Murmeli? Yep. Bro. Woher soll ich das Stream gerade auf Twitch? Das juckt mich einen Schwanz, Alter. I don't give a fuck. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Wann kommt Foster Banner Reveal? Sonntag. Fessen. Wenn ich nicht mehr da bin. Ich bin da eine Woche weg. Ich bin eine Woche weg. Abi-Reise. Ich bin genau dann weg, wenn 4.7 rauskommt. 4.8 rauskommt. Ist übelst Arsch. Kommt es am Sonntag? Nee, es kommt am Mittwoch, aber ich bin in der Woche weg. Ich bin von Sonntag bis Sonntag weg. Und ja, ich bin vom Montag aus 10 Tage weg. Kommender Montag. Ja. Hast du Internet zumindest dort? Wo auch immer du wahrscheinlich hingehst. Aber ja, ich werde dann immer noch Genshin spielen. Ich werde halt. Kannst du trotzdem downloaden und Dailies machen oder zumindest Waken einsammeln? Ich kann das jetzt nicht machen. Weil ich bezweifle, dass wir dort Internet haben und ich werde nicht mit meinen 500 Megabyte Flatrate, die ich mir leisten werde, ein, was weiß ich, wie viel Gigabyte Patch mir herunterladen. Das geht halt nicht. Mache ich auch nicht. Das, ich muss halt. Ich lasse es. Ich lieb's dann einfach, wenn ich wieder zu Hause bin, so. Stark, Spiel auf Reise. Ich kann nicht, wie gesagt, kein Internet. Dann warte ich halt mal 10 Tage, ist mir eigentlich scheißegal. Ja, ich brauch die Primus, Bro. Ich brauche sie. Das Einzige, was ich mache, ist, ich lade mir wahrscheinlich Zenless runter, damit ich meine Zenless Dailies machen kann, weil die sind mir im Moment wichtiger, weil ich brauche die XP, damit ich Story weitermachen kann, wenn ich zurückkomme. Ja, mich juckt Zenless, wie gesagt, nicht so sehr. Ich, wie gesagt, werde es wahrscheinlich auch bald droppen. Auch wenn ich es definitiv besser finde als sowas wie Tower Fantasy oder Dings. Wuthering Waves finde ich es immer noch nicht so relevant für mich. Vielleicht auch, weil ich dort einfach nicht mehr... Weil es halt so ist, ich habe dort nicht so viel Zeit rein investiert. Das macht mir jetzt schon Spaß und sowas, aber es ist mir nicht wirklich wert, dort noch so viel Zeit rein zu investieren. Wie gesagt, in Genshin, da habe ich mir schon so viel aufgebaut. Ich finde, da macht es auch mehr Spaß, mit diesen ganzen Teamcomps spielen zu können. Und
Ich bin jetzt nicht mehr an dem Punkt, wo ich wie früher noch so viel Zeit haben konnte, um in ein Game reinzugrinden. Aber ja, erstmal, was geht, Fessen? Willkommen im Stream. Melwan zockt ja Elden Ring. Sagt Murmeli. Sagt Matthias zu dir, Murmeli. Was ist das? Guitar Cat. Wild. Das ist ein. Das ist ein wildes Emote. Wait. Ist Guitar Cat eines unserer Emotes? Oh ja, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Stimmt, es hat Frosch eingefügt. Frosch ist einfach ein Giga-Chat, Bro. Das ist wild. Weißt du, was er eigentlich gerade macht, Mumli? Der ist auch einfach despawned. Hallo? Ah, ist mute. Was ist das? Base G, Frosch, True. Boah, ich weiß gar nicht, gibt's heute eigentlich überhaupt. Sind die Dinger schon heute respawned, die Materials, die ich brauche für. Die Charakter halt eben? Ich glaube, jetzt gehe ich einmal kurz einen Ehrenblight killen. Wobei, ich wollte eigentlich das Ding machen. Ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll. What? Cat Munch ist immer noch das beste Emote, True. Surely werde ich das lesen. The fuck? Solitär. Ich habe keine Ahnung, was Solitär ist. Ich gebe es mal Lavia. Share. Kriegt man dafür Rewards? Ich hoffe mal. Die Musik fragt jetzt schon ab. Ein bisschen schon. Wie hat das so lange gedauert? Was ist das? What the fuck ist das? Okay, nee. What? Was ist das für eine Ahnung? Das ist so hässlich, das ist unfassbar.
Ja, okay, jetzt. So. Was wollen die jetzt? Ach, das ist ein fucking Daniel. Hast du ASMR als Tag? Ich habe keine Ahnung, warum ich das hinzugefügt habe. Ich habe es nie removed. Bro, ich werde jetzt so viel Holz reinbauen, das ist unfassbar. GG. Ah. Ach, come on. Man braucht eine morgens Abschlussfeier. Morgens bin ich Abschlussfeier. So hat mein Arsch gefickt. Das ist. Alter, was ist das? Ja, hier Farina. Na. One Premier Pure Fume. Three Advanced. Ja, Digga, Seashreen wird so nichts gegeben. Fick dich, Seashreen. Was gibt mir das hier? Das weiß ich nicht mehr. Okay, schade. Nein, das Event ist mir jetzt auch egal.
reicht, ich habe meine Primus bekommen. Wait, ich claim mal kurz alle. 10, 20, plus 60, macht 80. Plus 50.000 Mora, 8 müsste genetzt mit Horus und 4. Heroes Wit, I guess. Das ist fein. Was ist eigentlich, was du alles reingeschickt hast für Emotes? By the way, Matthias. Es gibt diesen Emote. Ja, diesen Kommand. Falls du mehr Katzen-Emotes haben willst, hier. Weiß nicht, wie sehr dir das gefällt, aber ich hab das Gefühl, du magst den. Ja. Ja, du magst den. Das ist ein Kerz. Es hat aber einen Cooldown, also hör. Also. Ja. Howdy. Alright. Hat gerade ein bisschen was gedeckt bei mir. Alright. Soll's aber wieder gehen, hoffentlich. Digga, was hast du für mal von meiner CPU? Ja, zu viel Zeugs frisst. Meine CPU, egal. Danger Damage Bonus, Crit, ja, Trust. Drei Drops, aber wild. Chippy Chopper. Alien Dance. Ja, die wilden Emotes. Ich denke mal, heute sollen die Materials respawned sein, die ich für meine drei Charakter brauche, die ich gerade am Bilden bin. Ich habe zwar keine Ressourcen dafür, aber sobald ich sie habe. Also Ressourcen im Sinne von Mora. So, Boss-Materials mäßig habe ich genug Ressourcen. Don't you fucking dare. Der Butter. Yo, oh mein fucking Gott. Hör auf. Hör auf, Bro. What the? Oh mein Gott. Oh, ja. Mach halt deine, was weiß ich, wie viel denn da sein. Juhu, es ist oben. Oh, Bro. Hast du nicht genug von den Basern? Was ist das? Upsi. Kann nicht sein.
Okay, wenn ich hier bin, muss ich nur noch die Inazuma-Inseln machen. Die zwei, zu denen ich gehe, Watatsumi Island. Und dann habe ich noch die anderen, zu denen ich gehen kann. Watatsumi und Sirai Island. Oh shit, ich hab den einen da oben verpasst. Na, ist auch egal. Wie viele Artefakte habe ich derzeit? 997. Juhu, ich habe wieder was zusammengefarmt. Ich muss mal schauen, wann sind eigentlich die Talent-Mats von Layla? Wo ist überhaupt? Hier. Also. Oh, die sind sogar heute. Oh, das mache ich. Das mache ich. Ich habe 5 Condensed Resin. Ich habe 10k Channel Points bei Milo. Und was ist das? Cord. Holy shit. 10k Channel Points bei der ist wild. So, hier gibt es dann noch oben 2. Dann kann ich zu Sedai Island gehen. Mit den letzten 23 Spots, glaube ich, des Tages. Mit den anderen 20, was ich jetzt noch übrig habe, habe ich keine Ahnung, was ich anstellen soll, aber ich glaube, die behalte ich einfach, weil es ist eigentlich fein. Oder? Ja, eigentlich schon. Sollte kein Problem sein für mich. Wo ich habe mich verguckt, waren doch nur 1k. Bläh. Oh, ja, nur 1k, let's go. GG. Die Nahida Booms sollten mehr Schaden machen als meine Clone und Hyper Booms theoretisch. Ja, tun sie auch. Gimme. Instructors Feather habe ich bekommen. Wait. Ah, shit. Attack und EM. An und für sich zwar nicht schlechte Stats, aber es ist ein Two-Liner und das ist nicht gut. Weil ich eigentlich nur Energy Recharge und Crit Rate brauche. So, Attack ist theoretisch auch fein, aber... ist auch nicht unbedingt der beste Stat. Bin dann mal weg. Schachtraining. Alles klar, Matthias. Viel Spaß bei deinem Schachtraining. Man sieht sich. Ciao, ciao. Heal ich überhaupt noch das Team? Ne, heal ich nicht mehr, das ist wohl. Ja gut, dann ist es fein. Dann muss ich nicht drauf achten, noch die ganze Zeit irgendwie Bond of Life zu behalten auf Clorinde. Into the shadows. Loaded.
Alter, das waren dann alle Artefakt-Spots für heute. Jetzt würde ich noch zum Runedrake gehen. Und dann Layla Talent Mats farmen, würde ich sagen. Ja, falsche Richtung. Hier muss ich rein. Kann man nicht theoretisch von der anderen Seite auch rein? Ich glaube, man kann von hier auch rein. Ja, gut, aber da müsste. Ja, nee, es ist ein größerer Weg. Es ist länger. Das lohnt sich nicht. Generell, der Runedrake ist ein bisschen am Arsch der Welt lokalisiert. Das ist übelst nervig. Into the shadow. Vielleicht könnte ich hier mal einen Waypoint hinpacken. Ich glaube, ich mache das tatsächlich. Ich glaube, der Runedrake ist sogar fast ein besseres Versuchsobjekt als der Primo Geo Bishop. Zweierdrop, schade, was war. Ah, das ist nicht fein. Aber an und für sich ist es eigentlich fein. Weil ich schon recht gutes Zeugs heute bekommen habe. Okay, was heißt recht gutes? Zwei Dreierdrops, ja. Glaube ich. Ja, zwei Dreierdrops. Und ein Zweierdrop. Dann. Ja. Die anderen 60 Resin sind ja noch gegangen für Mora Leylines und die anderen 20 habe ich ja noch. Genau, dann würde ich sagen, Layla Talent Mats werden jetzt gefarmt. Das hier. Ist ja das, was der Data braucht. Guide to Ingenuity. Schau mal kurz. Guide to Ingenuity. Genau, Layla. Oh, Nahida braucht's auch, deshalb. Habe ich wahrscheinlich so wenig, weil ich damals nur für nur genug für Nahida gefarmt hatte. Macht eigentlich auch Sinn. Also, here we go. Guide to Ingenuity. Juhu. Into the shadows. Es geht übelst schnell. Ich meine, ich weiß gar nicht, was man wirklich bei Layla bilden soll. Ich schau kurz nach. Ich meine, was ist ihr Kit? One Night Star for bla bla bla. Ne, das sind Constellations. Nee. Das sind schon die Talents. Wait. Based on Layla's Max HP. Ich meine, wir haben hier Attribute Scaling, Shooting Star Damage. Ist halt nicht viel. Skill Damage ist auch nicht viel. Shield Absorption. Wait, das ist aber nicht based on her Max HP, oder? Das wäre stupid viel. Ja, nee, safe nicht. Ist und Layla's Max HP und Absorbs. Ja, okay. Knights aus den Shooting Stars, man. The current most number is active. It will create one Night Star that will be attached to it every 1.5 seconds. When a character protected by this shield uses an elemental skill, two Night Stars will be created. Oh, das wusste ich gar nicht. Night Stars can be created once every 0.3 seconds this way, a maximum of 4 Night Stars can be accumulated at any one time. Once the curtain of Zamba has accumulated 4 Night Stars and their opponents nearby, these Night Stars will transform into homing shooting stars that will be fired off in sequence, dealing crowd damage to any opponent's hit. If the curtain of Zamba's duration ends or is destroyed, the Night Stars will disappear. If they are already being fired off as shooting stars, these shooting stars will last until this wave of shot ends.
Ja, wild. News cannot be created until the previous. Ach so, okay. Then level 10 requires a middle skill level increase methods. Ach so, das ist immer noch so eine Erinnerung. Das ist wahrscheinlich Inputs. Ja, okay, das ist ein bisschen Prozent Max HP plus. Ich meine, ich würde es wahrscheinlich auf Level 8 leveln. 17% Max HP plus 2000, sagen wir mal. Ja. Ich meine, ihr Shield ist wahrscheinlich das Wichtigste in ihrem Kit. Und das hier macht halt nicht viel Schaden. Sollte nicht. Starlight Stark Damage. Sollte nicht viel Schaden machen. Mummeli ist back. Murmeli is back. Wild. Was macht der Percentage? The Celestial Dreams Field that constantly fires Starlight Slugs at opponents within its AoE, dealing cryo damage when a Starlight Slug hits, it will generate one Night Star for nearby curtains of Slumber. Each curtain of Slumber can gain one Night Star this way every 0.5 seconds. Wann Zenless? Heute Abend frühestens. Um 6 Uhr ist Abend. Definitiv später. Dann halt Oh Nacht. Mann. Schade. Aber actually, ich könnte mich auch mal in Genshin einloggen und meine Dailies machen. Each gains one Night Star. While the curtain of slumber is active, the deep sleep effect will activate each time the curtain gains one star. Shield strength of character under the effect of the increase by 6%. Oha, das ist ziemlich nice. The effect can have a maximum of force dex and persists until the curtain of slumber disappears. Also dann für 24% Shield strength. Damage Able. dealt by is increased by one. So geht es, bis Genshin Impact wieder mehr Viewer hat als Zenless. Bitte was? Wie lange denkst du, wird es gehen, bis Genshin Impact wieder Zenless einholt mit den Viewern? Fünf Tage. Okay, weil jetzt hat Zenless 36.000 und Genshin 3.000. Ich weiß, weil Zendes noch nah Ja. am Release ist, aber in 5 Tagen wird. Oder? Nee, nicht 5 Tage, ich sag in 8 Tagen dann. Acht Tage. Weil da ist 4.8 Release. 100% gibt's da mehr Genshin-Zuschauer. Ja, das stimmt. Ich hatte eigentlich darauf gezielt, weil ich dachte, irgendwie ist es schon spät. Ich dachte, irgendwie ist es schon Samstag oder sowas, aber ich bin geistig behindert. Das stimmt einfach gar nicht. Es ist Dienstag. Freust du dich auf 4.8? Ich bin halt die ersten 5 Tage nicht da. Ja, ich bin die ersten 10 Tage nicht da. Ja, das ist schade. Aber du nimmst Genshin auch nicht so ernst wie ich. Ja, ist ja egal. Ich meine, ich verpasse ja nichts. Ich Minus kann ja alles Impuls. nachholen. Was ist? Minus 10 Puls. Ja, dann halt. Dann halt, minus 10 Puls, ist mir eigentlich egal. Mir nicht. Also von dem zweiten Account ist mir egal, aber von diesem Account hier ist es mir nicht so Ich egal. bin zu faul, jetzt hier meine Dailies zu machen. Da mach's halt nicht. Naja, mache ich auch nicht. Ich freue mich auf. Mandela, ja, okay, das ist Schnuppe. Constellations machen was? Ich Oh, meine, drei. Emily ist, glaube ich, schon hart. Gibt Emily ist stark, aber so wie Chiori stark erleben. Wie Für meinst mich du, ist so auch wie ein Hard Chiori Skip, ich stark? brauch den nicht. So, die Ich ist meine, gut und Chiori so, ist vor nicht allem super in stark. so Mel-Teams ist sie ziemlich stark, vermutlich, aber. Ich finde Chiori jetzt nicht unfassbar stark. Chiori ist stark. Sie ist schon sehr Ja, stark, kann. aber halt nicht notwendig stark. Ja. Ja, genau. Shield Absorption of the Currents of Storm is generated by Knights has increased by 20%. Aminji Okay. ist ein nices Albedo-Upgrade, aber nee.
Oh, das ist wild. C1, mehr Shield. C2, when shooting stars from Knights of Form, focus, strike opponents, they will each restore 1 energy to Layla. Oh, das ist auch nice. Dann hast du nicht mehr die 80 Energy. Oh, wait, das kostet nur 40. Okay, dann musst du sie gar nicht auf Energy Recharge bilden. Wild. Will. 100% Uptime? Okay, das ist nice. Increase the level of Knights of Form, focus. Okay. Ja, das ist klar. Um Layla Constellations. Layla ist Knights stark. Formal Focus starts to fire off shooting stars, will grant all new team members the Dawn Star effect, causing their normal charge attack damage to increase based on 5% of max HP. Layla's max HP, was? Das ist interessant. Hm, das hatten wir schon mal ausgerechnet, das ist nicht so gut. Ja, es ist nur einmal. Mhm. Einmal alle, was ist das, ja, wie viele Sekunden? Das ist halt. Und das ist ja auch kein Buff, das ist ja einfach nur Schaden obendrauf. Ja. Ja, es ist ein Buff für einen Hit. Ja, in der Theorie. Shooting Stars from Knights of Form Focus deal 40% increased damage and Starlight Slugs from blah blah deal 40% increased damage additionally. Warum schreiben die nicht einfach Shooting Stars? Und, ach egal. Hätten sie auch einfach in einen Satz verpacken können, ohne es in zwei, egal. Ich glaube, man versteht, was ich meine. Additionally, the interval between the creation of Knights as via Knights of Form of Focus decreased by 20%. Ja, das wäre nice. Oh, ich bin Level. Das hab ich ja nicht. Ich bin endlich Level 33. Let's go. Sendless. Starlight Slug. Okay, schau mal dann. Ja, ich muss halt Layla mal bilden, um zu schauen, wie stark das wirklich ist. Ist nicht so, dass ich zu viel Sendless gespielt habe. Surely hast du nicht zu viel Sendless gespielt. Ich glaube, ich habe zu wenig Sendless gespielt. Trust. Jetzt aber jetzt mal auf ehrlich, Sendless ist so geil. 5, 6, Digga, ich habe gerade übelst Pech mit meinen Talent-Mats. Was ein Scheiß. Was ist deine Meinung zu Sendless? Das ist wild, aber ich mag Genshin immer noch mehr. Ich kann es halt irgendwie nicht vergleichen. Ich habe zwar gesagt, ich mag Sendless lieber, aber ich kann es halt auch nicht wirklich vergleichen, weil es sind halt schon. Es spielt sich beides zu unterschiedlich, dass ich. Oder es ist bei. Ich meine, Sendless spiele ich lieber so auf Langzeit. Aber insgesamt habe ich Genshin schon lieber, wenn sie mal genug Updates haben, aber. Ja. Ich meine, jetzt die letzten paar Updates waren sehr gut. Nee, ich sag genau das Gegenteil. Ich sag so kurzzeitig. Könnte mir Dings mehr Spaß machen. Sendless aber auf Langzeit bestimmt Genshin. Ja, damit meine ich halt nicht einloggen. Also, hey, so wie ich es meine, ist einfach, mir macht das Gameplay von Sendless mehr Spaß. Aber Genshin benutze ich dann mehr, um zu chillen, so ab und zu. Ja. Also, wenn ich jetzt was zocken will für den Spaßfaktor, dann spiele ich Sendless, weil es halt einfach mehr. Weil einfach mehr abgeht, so. Aber wenn ich was spielen will zum Chillen, dann werde ich Genshin spielen. Aber das war davor auch schon so. Jetzt habe ich ihn einfach noch ein Gacha gegeben, was halt nicht chillig ist, so. Also es ist immer noch chillig, aber es ist nicht so chillig wie Genshin. Ja. Oh Mann, stimmt, die ich wollte Rewards jetzt noch die Ascension Mats fahren. Ew. Da war ja was. Jetzt ist Zeit, wie viele Lotuses habe ich eigentlich für. Wie heißt die? Layla. Layla. Hübscher, schöner, geiler Trust. Weißt du, Mihoyo will ja mehrere Games machen noch, oder? Oh,
was noch mehr Gacha Games. Sie wollen ja noch viel mehr Gacha Games machen. So. Ja, natürlich, mehr Gacha Games gleich mehr Geld. Ja, ja. Bro, was geht da draußen ab? Irgendwelche kleinen Scheißkinder schreien so unfassbar her. So. Es tut mir leid, was ist das da draußen? Das war nicht eine Aussage, das war nur der Beginn von einer Aussage. Also, sie wollen ja noch mehr machen. Ja. Ich frage mich, wie crazy gut die Rewards sein werden im letzten. Weil wenn man sich mal anschaut, sie haben in jedem Gacha-Game zu Release die Rewards immer besser gemacht als in dem davor. Ja, ich würde nicht sagen, dass es linear zuläuft. Das ist drei Sachen. Das ist ein Trend dort zu sehen, könnte man natürlich irgendwie aussagen. Dass Genshin aber am wenigsten Rewards hat, macht Sinn. Außerdem kannst du noch bedenken, dass es noch ein anderes Game gibt, das komplett aus der Reihe fällt. Ich weiß. Das wäre, ja, Honkai Impact. Die haben mehr Rewards als Genshin. Ja, haben sie. Wobei, ich weiß nicht mal, ich habe Honkai Impact nicht lang genug gespielt, dass ich es aussagen kann. Na, die haben schon deutlich bessere Rewards. Ich habe es jetzt auch nicht gespielt, aber von dem, was du so hörst, die geben schon deutlich bessere Rewards. Genshin ist einfach auch sehr viel spärlicher mit dem, was du bekommst. Ich finde Genshin gar nicht so schlimm, wie viele sagen. Ja, es ist nicht das Schlimmste, es gibt definitiv Schlimmeres. Es gibt so irgendwelche anderen kleinen random Indie Gacha Games aus China oder sowas am Arsch der Welt erleben. So, die kennen keinen Schwanz und die ziehen dich komplett ab. Aber es gibt dann halt so eine Handvoll an Leuten, die spielen das, so ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Leute, die das spielen und die payen dann halt rein. Aber bei denen ist es dann noch schlimmer. Aber Genshin von den großen Gacha Games her ist es schon, weil es das Größte ist, das, was ich am meisten leisten kann, möglichst wenige Rewards zu geben. Also die geben schon am wenigsten, stimmt. So, ist es besonders schlimm? Nein, aber ganz ehrlich, du hast auch so hartes Glück, deshalb bemerkst du es vielleicht nicht. Aber wenn du so viel Pech hattest wie ich, würdest du bemerken, wie arsch es eigentlich ist. Im Vergleich zu anderen Games. Nein, ich weiß ja, dass ich Gottes für Glück habe. Ja. Deshalb kriegst du auch alles, was du haben willst. Ich weiß. Und ich weiß, dass es eigentlich auch nicht so ist. Eigentlich würdest du nicht mal ein Viertel von dem bekommen bei deinem Investment. Das heißt, stell dir vor, du hättest einfach nicht mal ein Viertel deines Gameplays. Vor allem, je mehr du hast, desto exponentiell mehr Gameplay hast du. Stell dir vor, du hättest bei deinem Investment zwei Teams, die du spielen könntest und gar nichts weiteres. Obwohl du komplett reingegangen bist. So, das ist schon wenig. Da kannst du mir nicht sagen, dass es viel ist. Und du hast ja auch beinahe 1000 Spielstunden drin. Ja. Stell dir vor, du hast zwei Teams, die komplett funktionell sind, die du spielen kannst und nicht mehr. Du kannst basically fast alle Teams im Game spielen, wenn du wolltest. Tust du halt nicht. Ja, wenn ich wollte, aber ich habe nur zwei Teams, die ich spiele. Ja, aber die hättest du auch nicht, weil das sind sehr spezifische Charaktere, die du hast. Und bei deiner Gambling Addiction hättest du nicht genau diese zwei spezifischen Puls. Hätte ich auch nicht, du weißt es. Du weißt, doch, hättest du, du hast allgemein eine Gambling Addiction, wie man sieht. Das heißt, doch, hättest du. Was habe ich denn getan? Bro, du gamblest, du immer sagst, ja, nee, ich gamble nicht, ich spare und du hast kein einziges Mal in deinem Leben gespart, Bro. Doch, in Zenless. Bro, du sparst seit einem Tag. Ja, ich muss auch zugeben, dass ich heute Morgen so drei Puls gemacht habe. Eben. Aber ich lasse es jetzt wirklich komplett. Weißt du wieso? Weil ich habe halt Ellen Cons, lohnt sich halt einfach wirklich gar nicht. 5% sind so. 5% Trust, das lohnt sich. Bro, es sind halt, was Frosch sagt, das kannst du halt gar nicht mal so sagen, weil es ist einfach so ein Quality of Life Change, den du bekommst. Ja, dann wird es Zeit zu pullen. Es ist halt wirklich, nein, ich sag's so, es ist schon ein geiler Change. Aber auch der Fakt, dass ich halt die 4-Star-Cons nicht brauche auf dem Banner. Und du ja, ja immer einen von den 4-Stars bekommst auf dem Banner oder eine Weapon, lohnt sich das nicht. Ja. Ja. Oh, eine Chest. Wild. Stand-Up-Banner-Puls, ja, aber halt nicht mit, also dann halt die man bekommt durch Story. Bitte sag nochmal was, ich hab's gar nicht ganz verstanden. Stand-Up-Banner-Puls, ja, aber halt nur die ich durch Story bekomme. Ja. Weil ich spare halt einfach, weil, ich meine, wenn jetzt Ellen wirklich gepowercreept wird, dann bin ich vorbereitet.
Aber auch nur, wenn der Charakter Spaß macht, habe ich schon mal gesagt. Ja, gut. Aber wie gesagt, Genshin, glaube ich, du würdest mir dann auch zustimmen, dass die Rewards theoretisch schon besser sein könnten. Na klar können sie besser sein. Und vor allem, ich glaube, du würdest es, also du sagst, es ist nicht so schlimm, glaub mir, es ist schon schlimm. Wie wenig. Es ist nicht so schlimm. Es ist schon. Aber es ist scheiße. Es ist schon sehr arsch. Wenn du es wirklich. Ja, das stimmt. Im Vergleich zu anderen Gacha-Games ist es wirklich wenig. Und zwar sehr wenig. Ja, nicht nur wenig, sondern nicht nur ein bisschen weniger, sondern schon. Es ist. Schon was ich dir sage, es ist das Gacha-Game mit den schlechtesten Rewards, was ich kenne. Ja. Aber wie kannst du dann sagen, dass es nicht so schlimm ist? Ich meine, ich weiß nicht, was du jetzt als nicht so schlimm bezeichnest. Weil mich das nicht so stört. Ja, okay, dich stört es aber aus gewissen Gründen nicht. Und wir müssen diese nicht, glaube ich, nochmal wiederholen. Aber dann müsstest du allgemein zustimmen, wahrscheinlich. Dass es theoretisch schon wenig, schon eigentlich sehr wenig ist und dass es schon so schlimm ist. Weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder in Top 0,2, Top 0,1, Top 0,001 Percentile Luck ist, was Puls angeht. So, auf Langzeit gesehen bist du wahrscheinlich wirklich in Top 0,01%. Was Luck angeht, weil, wie gesagt, auf Dauer sollte man sich immer mehr dem, Erwartungswert annähern. Passiert bei mir irgendwie nicht. Genau. Ich bin weit davon entfernt im Negativen und du bist weit davon entfernt im Positiven. Ich bin halt sehr hart Bottom Percentage Schlag und du bist halt sehr hart Top Percentage Schlag. Das heißt, ich spüre ganz genau, wie hart es ist mit den Belohnungen hier. Ich bin halt nicht mal nur so, ich würde jetzt auch sagen, in Zendes war ich jetzt auch schon relativ lucky. Ja, Zendes war wahrscheinlich bei dir so average, bis Top 30% vielleicht. Top 30% ist voll okay. Das ist nicht so weit vom Average. Weil Early? Ja, aber wie viele Five-Stars hast du auch gepullt insgesamt? Vier. Okay, gut, nevermind, das ist schon relativ lucky. Und beide Early, also eines war Weapon gewonnen und das andere war 50-50 Win. Ja, aber es ist trotzdem nicht so extrem unwahrscheinlich. Sagen wir mal dann halt Top 20%. Aber Top 20% auf kurzer Sicht ist halt noch okay. Ja, aber du musst mich halt noch kochen lassen, verstehst du? Ja, ich weiß. Deshalb sage ich so, am Anfang so Early Tenpool, dein erster Tenpool 5-Star, okay, cool. Ist schon unwahrscheinlich, ist, sagen wir mal, eine Top 5% Wahrscheinlichkeit in einem Tenpool, glaube ich, im ersten Tenpool einen 5-Star zu bekommen. Das Witzige ist, wenn es halt jetzt weitergeht, dann wird es halt wieder crazy. Ja, genau, dann wird es halt wieder crazy. Dann hast du halt wieder dieses insane Top, was weiß ich, wie viel Luck. Was machst du hier, Bro? Ich weiß nicht mal, welcher Charakter als nächstes kommt. Im Game? Ich hab keine Ahnung. Wie viele Mats habe ich hier? Ich weiß nur, dass ich ein sehr gutes Team im Moment habe. Ja, das kann gut sein. Also ich habe eigentlich fast das optimale Team. Ja, das weiß ich nicht. Ich bin zu wenig dafür drin. In Zendes. Wie gesagt, ich habe erst seit an 2 Tagen gespielt. Und das ist seit dem 4. Release. Also heute ist der 9. Ich habe actually... An 6 Tagen habe ich nur 2 gespielt. Actually habe ich dasselbe Team, was Frosch spielt. GG. Frosch hat schon wahrscheinlich ein paar Hunderte reingepayt. Hat er. Ja, hab ich ja gesagt. Er hat ja schon ein paar Hunderte reingepayt und Frosch hat schon ein paar Hunderte reingepayt. Das war keine Frage. Der hat schon die Charakter, um sich ein optimales Team zu bauen. Und dann ist es bestimmt ein gutes Zeichen, wenn ich dasselbe Team habe, was er spielt. Ja. Ach, fucking hell, ich hasse es. Nahida Skill Issue. Ey, aber weißt du, was richtig Spaß macht? Was?
In dieser Stadtzone in Zenless hat sie diesen komischen Typen im Katzenoutfit, oder? Ist es ein Katzenoutfit oder ist es einfach nur eine Katze? Es ist ein Katzenoutfit. Also, es ist ein Katzenoutfit, ziemlich sicher. Weil man sieht so die Nähte. Oh ja, dann keine Ahnung, aber Bang Boo sehen ja eigentlich auch. Wobei, keine Ahnung. Nein, es ist ziemlich sicher ein Outfit. Ja, okay, das kann sein. Aber du weißt welchen. Den Polizisten, oder? Da. Mhm. Ja, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall. Bei dem. Es macht richtig Spaß, durch in jedem Gebiet und der hat so Quests. Und die sind meistens dann so Rätsel geknöpft. Und dann musst du zu gewissen Tageszeiten an bestimmten Stellen hin und da irgendwas machen, damit du dann diese Medaille bekommst. Wild. Also es sind meistens Hinweise auf irgendeinen versteckten Bang Boo oder so. Und das sind dann pro Gebiet, also jetzt dieses kleine Stadtgebiet am Anfang, da sind schon so 50 Bang Boos versteckt oder so. Das ist wild. Ich habe gerade kurz also, erst bemerkt, wie viel Detail Farinas Kleid hat. Das sieht voll wild aus. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das ist krass. So, ich habe nie so richtig hart drauf geachtet. Ich habe so gesehen, ja, es hat diese Falten und so weiter, aber ich habe nicht bemerkt, dass da noch so diese einzelnen weiteren Details drin sind. Der Glider geht richtig hart mit Farina. Passt perfekt. Ja, es ist auch an sie extra natürlich angepasst, wegen den unterschiedlich farbenen Augen, aber es ist immer wieder geil, das zu sehen. Einfach wild. Ich habe gerade einfach eine Sidequest gefunden. Das kann nicht sein. Nice. Jetzt kommen wieder auf einmal Sidequests. Ich habe gerade 3 Sidequests auf einem Haufen. Das ist ein halbes Level. Dich. Ja, das ist mega geil. Freue mich. Das so, ist ein Reward. Du beschweren würdest. Nein, das ist mein Freudenausruf gewesen. Achso, ja. Okay. Klang so voll sauer. So, was ist das? Nein, das war Glücklichkeit. Ja, aber nee, kenne ich. Das klingt bei mir, glaube ich, auch so. Na, man kann anschauen, wie groß die Charakter sind. Bitte? Man kann anschauen, wie groß die Charakter sind. Nice. Kannst du sehen, ob ja, du jetzt toll. Auf dem Midget stehst oder nicht. Also, wie groß ist der Bär? Ich sag 2,05 Meter. 1,92. Ah, fuck. 13 cm daneben. Close enough, trust. Wie groß denkst du, ist Andy? 1,58. Ja. 1,56. Ah, close enough. GGEs. Billy? Also der mit den Guns? 1,85. 1,88, holy shit! Ich bin einfach gut. Anton? Boah, bei Anton habe ich wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er größer als oder kleiner ist als Billy. Ich glaube kleiner. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, er ist vermutlich 1,76. Anton ist nur 2 cm kleiner als der Bär. Oh fucking hell. Er ist einfach 1,90. Ich glaube, da wurden einfach nur seine spiky Hairs noch mitgerechnet. Das Cap, Bro. Mhm. Die Lügen. Was ein Scan. Was denkst du, wie groß ist Nekomia? Nekomia, der gerade ist 1,35 oder sowas. Nee, 1,42. 1,48. Fuck. Bro, Digga, ein Arsch ist die so groß. Die ist so ein fucking Midget. Das ist crazy. Also unter 1,50 ist schon Midget, aber es ist ja wirklich insane. Nein, nein, die steht aber immer so gekrümmt, weil sie in dieser Katzenposition steht oder was das auch immer sein soll. Ja, ist mir egal. Wenn die Haare gezählt werden von Anton, dann muss die gekrümmte Haltung von ihr auch gezählt werden. Die Frage, werden die Haare von Anton gezählt? Ich sag ja. Ich habe keine Ahnung, wie groß Anton ist. So als ob, ich glaube eh nicht, dass sie gezählt haben, ist aber auch klar. Einfach nur so random halt so. Ja. Irgendwas haben die so gesagt.
Aber hey, ich war nur 4 cm von Nekomata entfernt. Oder war es 1,58 oder 1,48 oder 1,46? 1,48. Fuck, ja, dann war ich 6 cm daneben. Wie groß denkst du, ist ein Bengu? Das kann man leider nicht nachschauen, aber... Nee, 52. Zentimeter? Ja. Hm. Was denkst du denn? Boah, schon so 80 Zentimeter. 80? Das, ja, das weil müsste mehr ich, als doppelt, das müsste mehr als die Hälfte von Nekomias Größe sein, wenn sie gerade stehen würde. Ja, eben. Ja, mache ich ja gerade. Sind die so groß? Schon. Mit den Ohren? Digga, mit den Ohren zählen, Digga, da wäre ich sauer. Ja, okay, wenn die Ohren nicht zählen, dann kommt deins schon her hin. Ja, diese Bengus haben so riesige Ohren, das ist crazy. Aber die sind mega süß. Ja. Findest du ja wenn nicht süß? Es geht. Raus hier. Roger ist in meinem Call. Nein. Jetzt nicht mehr nach der Aussage. Nein, Spaß, aber ich verstehe nicht, wie man die nicht süß finden kann. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich einfach zu sehr dieses Pattern dahinter, wie man sie versucht, süß zu forcen. Sie reden nicht, haben kleine Beine, große Ohren, aber es sind rund und eckig. Die Ohren sind ein bisschen eckig, aber trotzdem abgerundet, ihre Form ist abgerundet, so geforst halt eben das Süße. Natürlich wurden sie extra dafür designt, süß zu sein, aber irgendwie sehe ich zu sehr, dass es geforst wurde. Ich weiß nicht. So irgendwie schon, ja, weil sie diese Eigenschaften besitzen, aber weil ich weiß, wie du es hinbekommst und dass es geforst ist, irgendwie auch nicht. Na klar, ja, Bro, es ist immer geforst, wenn ein Charakter süß sein soll. Wenn ein Charakter süß sein ja, soll... Ja, aber so, aber es ist schon irgendwie ein bisschen hart geforst, habe ich das Gefühl. Das stimmt, aber ich finde sie trotzdem süß. Deshalb sage ich so, es ist kein da, so schon, aber nicht wirklich so richtig. Was hältst du von Alan? Wer ist Alan nochmal? Der Battlefight da? Ja, die mit der Haifischflosse. Ja, minus Haifischflosse und sie hätte plus 2. Plus 2? Ja, als Score. Wie ist dein Score? Das ist eine gute Frage, vielleicht auch plus 3. So, ich weiß nicht. Haifischflosse macht schon ein großes Minus. Ja, aber sie ist ja, also was ich cool finde, ist, dass ihr Playstyle der Haifisch ähnlich ist. Weiß nicht, ob ich das dann mehr mag. Nein, 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 nein. Ich finde das einfach cool so. Weil ich meine, sie hat nicht nur diese Haifischflosse, sondern ich meine, sie hat auch am Kopf, hat sie auch so Haifischzähne. So wie... Aber man sieht es nicht wirklich, aber es ist so Teil von ihrem Outfit, aber wenn man genau hinschaut, dann könnte das so ein Mund von einem Haifisch sein. Bin nicht so in animalistische Viecher. Ja, nein, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, ich finde es cool, dass es nicht einfach nur geforst einfach eine Haifischflosse ist, sondern dass auch ihr Playstyle dann wenigstens ein bisschen darauf angepasst ist. Ja, dann so, ja, es geht. Weil ich meine jetzt auch zum Beispiel Nekomia ist nicht einfach nur... Nicht einfach nur Katzenohren so fertig aus. Ich meine, das Movement, das ist schon. Aber. Das ist schon daran so inspiriert, auf jeden Fall, ja. Ja, eben, und jetzt sagen wir mal Goru oder so. Bro hat halt nichts damit zu tun, weißt du? Ja. Es ist einfach nur ein geforster Furry. Ah, ich weiß nicht, ob ich das mehr geforst nennen würde. Wieso? Ich meine, er hat halt Hundeohren und einen Hundeschwanz, ich hasse ihn so oder so, aber... So, fuck it, ja, Bro. Er hat halt seinen kleinen Hund und sein Playstyle ist halt, dass er ein Off-Fielder ist. Ich meine, du kannst einen Off-Fielder nicht wirklich dazu bringen, dass er deutlich mehr Hundezeugs macht. Soll er irgendwie sich selbst am Schwanz irgendwie riechen oder wie? Ich meine, am Arsch. Ich hab keine Ahnung. Ja, okay, valid, aber... Der hat keine Katzenohren, aber Bro, es sieht so aus. Ja, was denkst du, warum? Weil Leute darauf sich einen abjiggeln. Wieso? Natürlich, warum sonst solltest du Katzenohren einfügen?
Außer, dass es einen Effekt haben soll, dass es hot aussieht für manche Leute. Ja, das check ich halt auch nicht so. Ja, das ist der einzige Grund. Also mir, ich hab schon mal gesagt, mir ist es so scheißegal, so. Also solange es nicht du... Ja, so wenn ein Charakter jetzt Katzen hat, das ist mir egal. So, es ist mir ziemlich egal, es sei denn, es geht zu weit. So, wenn es nicht nervig ist, ja, ist es fein. Ich meine, ich hasse jetzt nicht einen Charakter, nur weil er Katzenohren hat, so. Ja, ich auch nicht. Aber ich hasse ihn so, wenn es schon so ein bisschen upswiped, so wie bei dem Furry hier. Der Bastard ist aber auch, das ist ja auch nicht mehr nur noch Katzenohren, das sind, der hat nicht mal Katzenohren, das ist ein Hurensohn. Die haben komplett übertrieben. Aber was mich wundert, warum haben so viele Charakter von MiHoYo? Ja. Zwei Katzenschwänze. Zwei? Ja. Wer Kirara zum Beispiel, hat außer zwei. Kirara. Und jetzt Nekomiya hat auch zwei. Ich meine, das ist ja irgendwie so das seltsam. Das sind erstmal zwei Charaktere, Nummer eins, das sind nicht viele. Zweitens, bei ja, Nekomiya habe ich keine Ahnung, viel. Aber okay, Kirara ist ein Yokai und es gibt in der japanischen Mythologie nun mal einen Yokai, einen Nekomata-Yokai, by the way. So heißen die, die zwei Schwänze haben. Das ist Mythologie deshalb. Und darauf ist es basierend. Deshalb haben sie zwei. Deshalb. Ja, ich würde sagen, danke, das ist ja meine, das ist ja meine Frage beantwortet. GGs. Aber es sind immer noch ein zwei, ich weiß nicht, was du mit so viel meinst. Ich meine dafür, dass es sehr untypisch erscheint. Ja, okay, man müsste halt erstmal wissen, dass es gibt. Würdest du es wissen, dann, I guess. Ich hab's halt auch nur so. Ich hab vergessen, ja, wo ich's weiß. Dafür, dass es als sehr untypisch erscheint, sind zwei dann halt schon ziemlich viele so. Weil ich meine, wie viele Charakter haben jetzt Katzenschwänze? Mann, fangen wir an. Also. Wir haben Lynette, wir haben Kirara, wir haben. Ja. Wir haben Yamiko, sie hat keinen Katzenschwanz, aber sie hat einen Schwanz. Sie hat keinen Katzenschwanz, wir haben schon Katzenschwanz. Nein, aber wir reden von Katzenschwänzen. Okay, dann weil es sind ja zwei Katzenschwänze. Meine Aussage war zwei Katzenschwänze. Danke von mir aus. Dann haben wir noch Diona. Es gibt halt nicht so viele Katzen im Game. Ja, das war's. Drei. Ja. Und dann ein Drittel davon haben Katzenschwänze. Ja. Ne, wenn du die von... Also das ist halt schon... Ein Drittel der Charaktere mit Katzenschwänzen haben Katzenschwänze? Crazy. Haben zwei Katzen. haben zwei. Ja. Das ist dann halt schon so eine Menge, Moment, wenn man nicht den Hintergrund kennt. Ja. Ja. Vermutlich. Ich muss gerade so Pokémon spielen. Du musst Pokémon spielen? Ja, in-game mit so Bang Boos. Als Minigame in dieser TV-Dimension. Let's go. Was aber solche Sachen angeht, ich weiß gar nicht, wie sehr ich diese Minigames feiere, die eigentlich nur Rip-Offs von richtigen Games sind. In so... Das Star ist nicht ein Rip-Off. Es ist ja nicht wie Pokémon eigentlich. Es ähnelt eigentlich nicht wirklich vom Gameplay Pokémon. Und das erinnert mich einfach ja ganz wenig daran, weil die Bang Boos, die sehen ein bisschen aus wie Pokémon. Ein ganz kleines bisschen. Ja, gut. Ich weiß nicht, aber ich dachte jetzt eher an sowas wie ein Dings-Event. Wie dieses komische Fungi-Event, wo du halt literally Pokémon mit den Fungi spielst. Ja, nein, das nicht 1 zu 1, aber so. Es hat ein ähnliches Grundkonzept, ich denke mir am Ende des Tages. Ja, ganz ehrlich. Mini-Events sind schon okay. Ein bisschen nervt es mich aber, weil es halt einfach am Ende des Tages ein gewisses Spiel ist, aber ein schlechter. Aber ja. Das heißt? Ja, es ist einfach, du könntest doch einfach das andere Spiel spielen, das ist besser. Anstelle des Ja, wow, aber dann kann ich ja auch sagen,
Ja, nein, doch, es stimmt. Aber ich finde, weißt du, was ich finde? Star Rail ist nicht so ein geiles Game. Ja, finde ich auch nicht. Ich will Nido haben. Ich will Zhongli haben. Ich glaube, Zhongli kommt in 5.0. Er kam ja auch in 3.0 und 4.0 als Rerun, aber das kann ich mir nicht leisten. Sad. Dann Portemonnaie. Surely werde ich dafür jetzt so viel Geld ausgeben. Lohnt sich für Jungli. Safe. Doch, tut es. Geld ausgeben. Weißt du, wie teuer das für mich wäre? Wie teuer. 300 Euro. Schnapper. Ease. Surely mache ich das. Stattdessen spiele ich lieber Raider, wenn schon. Rest in Peace, Defense Shred. Es ist immer noch kein Defense Shred, sondern ein Resistance Shred. Es ist dasselbe. Nein, es ist nicht. Defense Shred Für ist viel mich gar besser. nicht. Ja, für dich schon, ja schön, aber in dem Fall gibt es nichts zu debattieren, weil es stimmt einfach nicht. So, du kannst sagen, du Sorry. magst Musik, du magst die eine Musik mehr als die andere, okay. Das ist eine Meinung. Aber in dem Fall hast du objektive Wahrheiten, die sagen, Resistance Shred ist nicht das gleiche wie Defense Shred. Das sind zwei unterschiedliche Stats. Okay. Das ist Ja. fest. Das ist nicht zu Okay. debattieren. Ja. Ich habe auch nicht debattiert. Ich habe auch gesagt, für mich ist es dasselbe so. Ja, es stimmt aber halt einfach nicht. So, Ja. von mir aus ist es so, wenn ich sagen würde, ja, ich bin 10 Meter groß. Also ich fühle mich 10 Meter groß. So, stimmt Ja, dann einfach fühlt er nicht. mich das. Ja. So schön für dich, es stimmt trotzdem nicht. Oh, ja. Oh, du hast zu wenig Zenless und Zero gespielt. Alright. Sorry. Theoretisch müsste ich Tenari auch mal leveln. Was hat er eigentlich? Ah, ist das noch mein richtiger Tenari-Build? Oh shit. Easy. Yes. Ja, es ist. Ich muss ihn halt wirklich mal gescheit leveln. Auf Level 88 wäre halt nice. Weil so macht er halt einfach wenig Schaden. Ich packe mir mal Cookie rein, weil ich nichts deutlich Besseres habe hierfür. Und ja, theoretisch sowas spielen. Weil ich dann vermutlich eher auf das gehen würde, wobei das auch nicht so wild ist. Boah, ich habe lange nicht mehr Taser gespielt. Oder Taser, willst du eigentlich mit Fische spielen? Fische habe ich jetzt aber schon rausgepackt. Das, das. Glaubst du, wie cracked wäre Ellen, wenn sie in Genshin als Charakter wäre? Ich weiß nicht mal, was ihr Playstyle ist. Gibt es überhaupt einen Charakter, von dem du das Kit kennst? Nicht wirklich. Macht das überhaupt Sinn, das zu Nein. tun? Kann die ihren Playstyle erklären. Also, wenn du Sprinten gedrückt hältst, dann gehst du in so einen Modus, wo du so wie auf. Es ist so, also sie hat eben am Anfang, sie ist dann so richtig schnell in diesem Modus, oder? Und dann kannst du eine Heavy Attack aus dem Modus rausmachen auf einen Gegner, und dann bekommst du so Eiskristalle. Drei Stück pro Heavy Attack und man kann maximal sechs haben. Und dann, wenn deine Normal Attacks Cryo Infused bei ein paar Hits,
Und dann geht ein Eiskristall je weg. Und während sie Cryo infused, dann machen sie mehr Schaden. Schurde, habe ich das gerade verstanden. Ja, hast du nicht. Man muss sie selber mal spielen und sie macht wirklich gottlos viel Schaden. Ich glaube, in Genshin wäre sie komplett cracked. Ja, wenn du es mit den gleichen Zahlen machst, vermutlich, weil das Game einfach an für sich höhere Zahlen hat. Das gleiche würde auch für Starway gelten. Ja, aber ich meine, hier kannst du nicht vergleichen mit Starway, das Round-Based. Hier kann man sich halt nochmal eher vorstellen als mit Starway-Charakter. Was ist das? Warum ist das so schwer? Magst du es nicht schwer? Egal, ich glaube nicht, dass man das so 1:1 übersetzen könnte. Zendes müsste man halt eigentlich noch ein bisschen mehr anpassen, weil guck mal, Zendes ist ja gerade am Anfang, aber trotzdem haben sie deutlich höhere Stats, das heißt allgemein ist deren Statline höher als in Genshin. Ja, ich habe ja auch nicht davon geredet. Ja, aber natürlich wären die Charakter dann stark. Ich glaube, Anton wäre dann auch komplett OP. Ja, aber Anton ist einfach so scheiße, das ist egal. Ich glaube nicht, dass es so egal wäre. Weil er kein Gameplay-Issues hat, er ist einfach nur nervig. Es gibt nur so schön. Zwischen Gameplay-Issues und einfach nur nervig sein. Ja, wenn der Charakter mir keinen Spaß macht, dann ist es mir egal. So, sorry, aber Anton ist auch jetzt schon hier sehr stark. Ich benutze ihn nicht, weil er spielt sich so scheiße. Was siehst du denn für Probleme der Anton? Ja, er ist clunky erstmal. Durchspielen, also. Ich renn doch nicht ein paar Stunden mit dem Charakter rum, der zwar richtig gut ist, aber der so clunky ist wie keine Ahnung was. Ich hab so gelitten in der Main Story, als man ihn spielen musste. Es hat so keinen Spaß gemacht. Ja, wahrscheinlich trotzdem sehr gut. Er? Ja. Auf jeden Fall. Also, ja, schon im Vergleich zu den anderen Charakteren ist er schon sehr okay. Aber jetzt nicht OP, aber er ist schon sehr stark. So. Ich würde schon sagen, dass er A-Tier ist. Ja, schon, das Team funktioniert irgendwie nicht ganz so. Wobei das Tenari-Team war, glaube ich, eher das größere Problem. Fucking hell, na. Was ein Scam. Nip that in the butt. I summon thee. One with the force.
Hast du eigentlich schon das Bang-Mobile freigeschaltet? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Oh, ah, ja, stimmt. Fucking hell. Du hast mich ja wegen den S-Ranks gefragt und Early. Würdest du dazu zählen, dass ich meine Bang-Boost bei der Early bekommen habe? Auf jeden Fall. Weil die haben die gleiche, sie haben eine gleich hohe Chance wie die Weapons. Ja, dann auf jeden Fall, hä? Aber die Chance ist 1%, das ist actually ziemlich nett. 1% ist nicht so schlecht. Es ist schon noch ziemlich unwahrscheinlich. Ja, na klar, aber ich meine, es ist um einiges besser als in Genshin. Ja, aber es ist immer noch, wenn du Early bekommst, immer noch sehr unwahrscheinlich. Ja. In Frage war nur, ob es zählt. So, ja, natürlich zählt. Ja, man bekommt dann auch mehr Bang-Boost. Als sonst so. Es geht ja, bis ja. 100, bis man einen Guarantee bekommt. Das heißt, dass du da Early bekommst, ist ziemlich wahrscheinlich, ja. Ja. Ist die Wahrscheinlichkeit halt vielleicht nicht 50% Early zu bekommen oder ich glaube irgendwie 46%. Ich sag mal, alles von 43 oder früher ist Early, das ist ungefähr eine Chance von 46%, dass das passiert. Und dann ist halt bei Bang Boost halt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht wann die Softbit hier anfängt, so halt 60%, dass du es irgendwann dort Early bekommst, halt die Frage ist dann halt wie Early. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle meine Bang-Boost reinhauen soll. Ich hab keinen Bang-Boost, hab ich's Gefühl. Nee, ich, hab ich nicht gut. Ja, warte. Was denkst du, Chingin? Soll ich für Bang-Boost Constellation spielen? Das sind basically nur Refinements. Ich weiß es doch nicht. Entscheide. Dann pull halt doch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich bin sehr gut. Ja, okay. Maybe. Es ist falsch. Ja, ich kann's halt auch nicht. Ah, ich ja, weiß frag doch wieder Process nicht. Frag mich halt auch noch, ob sie noch Bangus erden. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, bin doch nicht sicher. Ja, eben, und dann lass ich's lieber mal. So dass wenn ein Charakter rauskommt, der irgendwie wirklich ein Bengu so braucht. Dass ich dann auch gleich den Bengu holen kann für ihn. Digga, was ist das für ein Item? Body, no, my sword. Rain outlines your fate. Hey, ein Single Target ist aber Tainari deutlich besser als ein Multitarget. Was auch Sinn macht, weil er ein Single Target Character ist und sein bestes Team auch eigentlich ein komplettes Single Target Team ist. Let's nip that in the butt. Can't see. LP und Angriff wird um das Fünffache erhöht. I hear everything. Ja. Sehr gerne. Let's nip that in the butt. Oh, one thing after another. Can't see? Midnight, fantastic. I'll settle this. Oh, fuck. Committed to memory. I'll uproot you. And Shroud. Das ist ja, meine Charakter ist nicht mal Level. Mein Nahida ist Level 80, mein Tainari ist Level 80. Ja, okay. Also das Team ist eigentlich schon gar nicht mal so bad. Wenn ich mal meine Nahida und mein Tainari auf Level 88 hätte oder 90. Ich hab schon ziemlich sehr großer Damage-Increase.
Was? Bitte? Ja, nein, ich habe keine Ahnung, ist wie ein Rätsel lösen, dieser Team der Menschen. Da bin ich jetzt schon drin seit so 10 Minuten. Erinnerst du dich noch, als ich gesagt habe, wie happy ich bin, weil ich so viel Zeit festgefunden habe? Sag mal, was ich gerade verstanden habe. Erinnerst du dich daran, wo ich noch gesagt habe, wie happy ich bin, dass ich so viel Zeitquests auf einmal gefunden habe? Ja. Ich bin immer noch an der ersten. Ja, ups. Aber da hast du ja viel zu tun. Mhm. Die Reward für die Quest ist auch sehr groß. Ja, ist doch wild. Also wirklich eine geile Quest. Time to testify. Rain outlines your fate. Witness the power of gold to ashes. Fallen leaves adorn my night. Wind strike. Und tot. Hä? Nicht? Ah doch? Hä? What? Egal. Ein bisschen delayed. Eigentlich sind die zwei Teams sogar voll okay. Vermutlich wäre es mit Fische statt Beidou besser gewesen. Vor allem, weil meine Beidou nicht gut gebildet ist, aber... Auf der anderen Seite war jetzt ja Fische schon mit eingebracht, aber ich glaube das sogar ziemlich gut. Zwei Teams eigentlich. Also mit ziemlich gut meine ich. Nicht schlecht. Dass man auch ohne Insanes heilen lässt, wenn man auch gut durch eine Biss kommt. Theoretisch. Ich habe übrigens gestern ein interessantes Team ausgetestet. Hast du es gesehen? Nein. Es ist ein Daya Burning Team. Burning Overload. Hat bestimmt richtig gut funktioniert. Ja. Stimmt, mein Daya ist ja nicht mal Level 90, deshalb hat das Team noch weniger Schaden gemacht. Es ist eine IM Daya auf Level 90 eigentlich, plus IM Raiden auf Level 90, plus Nahida auf Level 90, plus Kazuha Level 90, Sucrose Level 90. Alle auf Full IM. Es ist ein relativ Burning billiges Team, muss man dann sogar sagen. Und weil Burning auch so viel Schaden macht. Burning und Overload. Ja, Burning macht... tatsächlich gar nicht so unfassbar wenig Schaden, wenn du nicht Single-Target bist. Das heißt, im Single-Target immer bist, ist es schon ziemlich Arsch. Aber sobald du Multi-Target hast, geht es sogar, weil es sich über overlappt. Das heißt, du hast tatsächlich das lustige Quadratic Scaling, was eigentlich so ein Meme-Wort geworden ist, weil das damals genutzt wurde für ein, sagen wir mal, eher schwächeres Team. Was eigentlich gar nicht so Arsch ist, wenn du es anwenden kannst, aber halt eben schwer anwendbar ist. Ich rede von Morgana. Egal, du hast das Quadratic Scaling vom Burning Damage. Du hast ein Quadratic Scaling vom Overload Damage. Was? Was redest du von? Morgana Team. Ich rede vom Full EM Overload Burn Team. Es ist nicht insane gut oder sowas, aber es ist überraschend gut. Es funktioniert theoretisch. Du brauchst aber eigentlich mindestens C2 Daya. Und dann halt relativ gute EMPs. Was? Warum heißt das Morgana? Morgana ist ein anderes Team. Es ist mit Mona, Ganyu, Mona, Ganyu, Venti und... Ach, und deshalb heißt es Morgana. Ich hab vergessen, ich glaub, Diona. Ja. Ja, ich muss halt dann immer an die Katze aus Persona denken, so. Boah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, weil die heißt Morgana. Wild. Ich geh erstmal raus, ja. Aus Genshin. Weil ich werde dich. Ne, ich gehe dann erstmal. Oh, aber ich kann dir noch kurz sagen, das Team ist sogar interessanterweise gar nicht so schlecht, weil Overload tatsächlich macht recht gut Schaden, falls du es nicht wusstest. Overload ist, ist, glaube ich, vom Damage her so gut wie Bloom. Und Bloom ist nur in etwa 30% schlechter als Hyperbloom und Virgin. Bloom hat halt bloß keinen so guten Anwendungsbereich, weil es sehr lange dauert, bis die Teile platzen. Und es ist halt eben schlechter als Virgin oder als Hyperbloom.
Und wie gesagt, das ist halt eben ein bisschen schwerer, das zu kontrollieren, deutlich schwerer, um genau zu sein, weil es halt so lange dauert. Das hat halt einfach ein Delay, es sei denn, du hast sehr, sehr viel Dendro und sehr viel Hydro. Außerdem machst du dir da selbst Schaden, deshalb Spurgeon ja auch schlechter als Hyperbloom, weil du dir selbst Schaden machst unter anderem und weil du schlechtere Charakter dafür hast. Und es ist auch ein bisschen nerviger zu kontrollieren. Und du hast Burning Reaction als eine schlechtere Reaction im Vergleich zu Aggravate, ist aber auch egal. Bloom ist also sowas wie eine schlechtere Version von Burgeon und Burgeon ist schon eine schlechtere Version von Hyperbloom, also warum solltest du es spielen? Trotzdem, theoretisch macht Bloom nur 30% weniger Schaden als Hyperbloom. Und Hyperbloom ist ja als ein sehr, sehr gutes Teamcore eigentlich bekannt. Und Overload, wie gesagt, ist genauso stark wie Bloom, bloß das ist halt noch anti-grouped. Aber es ist dafür instantaneous, der Damage. Wie gesagt, der Ungroup ist trotzdem Arsch und nervt sehr stark. Deshalb willst du eigentlich das Grouping von Sucrose haben. Und auch wenn Sucrose nicht das beste Grouping hat, es ist gut genug, um es zusammenzuhalten. Außerdem hast du eine Menge Swirls, die den Burn-Damage und den Overload-Damage erhöhen. Das heißt, das ist gar nicht mal so schlecht. Es ist sogar besser. Ich habe halt noch ein Team gespielt, was auf Elemental Reactions basiert. Das kann gut sein, weil du nicht weißt, wie es gescheit geht. Aber ich bin zu faul, eins zu bauen. Weil oder ich eins zu lernen. Ich denke, ich würde das schaffen, das zu lernen. Ja, natürlich, aber du weißt es trotzdem nicht. So nur, weil du es schaffen könntest. Ich meine, nur weil du latente Kräfte besitzt, etwas zu tun, heißt es nicht schlecht, dass du sie schon besitzt. Das heißt nur, dass du die Fähigkeit dazu hättest, aber es heißt nicht schlecht, dass du es hast. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie Reactions funktionieren, was auch nicht schlimm ist, musst du nicht, aber so. Ich denke schon so halb ein bisschen. Nein, du wusstest nicht mal, wie Aggravate und Spread funktioniert, du weißt nicht mal, was Auras sind, du weißt nicht, was Gauge Theory ist, du weißt nicht, wie man die... Und mit Gauge meine ich nicht dieses Gauge, damit meine ich nicht Gauge. Gauge, damit meine ich Elemental Gauge. Meine ich das. Digga, was zur Hölle ist Elemental Gauge, meine Eier? Eben, richtig, du hast überhaupt keine Ahnung davon. Das ist, was ich meine damit. Ja. Und Aura, und mit Aura meine ich nicht minus 1000 Aura, weil du deinen PR im Gym verkackt hast. Sondern es ist was anderes, Aura. Theoretisch sind es auch nur Modelle. Ein bisschen so wie die Wissenschaft. Du hast nur Modelle und in der Realität ist es noch ein bisschen komplexer. Sehr viel komplexer eigentlich. Aber die Modelle beschreiben es genau genug, als dass es uns reicht. Elemental Gauge und Aura und sowas stimmt auch nicht zu 100%. Du hast nämlich in echt andere Werte. Das haben Data Miner herausgefunden. Aber es ist kennen, 1000... Um ein Hyperbloom-Team zu spielen, nein. Nein, aber du musst es schon halbwegs verstehen, warum die Sachen funktionieren, weil sonst verkackst du deine Rotations umso eher. Und du musst die Reactions zumindest auswendig können. Du hast ja nicht mehr verstanden, wie Aggravate und Spread funktioniert. Bis vor kurzem, als ich es dir erklärt habe. Und du dann geragequittet bist. Ja, weil du Scheiße laberst. So, du willst wissen, wie es funktioniert, ich erklär's dir und du trollst mich währenddessen. Ja, wahrscheinlich erklär ich's dir dann noch. Ey, ich hab halt... Du willst etwas von mir, ich erklär's dir, du... Ja, okay, jetzt ärgere ich dich. So, okay. Ja, wahrscheinlich habe ich dann Lust, es dir noch zu erklären. So, das ist der größte Dickmove, den es gibt. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich dich mal als respektlos bezeichnet habe. Das ist einer der Gründe. Ich bin doch jetzt die letzten Tage überhaupt nicht respektlos. Ja, ich hab ja nur gesagt, deshalb. Davor habe ich gesagt. Schau, wie nett ich die letzten Tage zu dir finde. Ja, schön. Das ist eigentlich ein Standard, den man erwartet. Ja. Ja. Hast du ja jetzt, also sei happy drum, nein, Spaß. Bro, das ist genau das, was ich meine. Das war ein Witz. Und das war jetzt auch nicht fies, so. Ja, ich weiß. Aber egal. Wo war ich? Egal. Es ging eigentlich darum, dass halt... dass Overload relativ viel Schaden macht und tatsächlich macht ein Pyrosaur genau das gleiche für Overload wie... Naja, halt ein Pyrosaur. Es macht, weil Overload Damage ist Pyro Damage, auch wenn es eine rote Zahl statt einer orangenen hat, ist es eigentlich Pyro Damage. Das heißt, dein Overload macht dann mehr Damage. Hat einen höheren Damage Increase durch die Swirls, als ein Hyperbloom bekommt durch ein. Wie heißt es nochmal? Durch ein Deepwood Proc, weil Deepwood Proc macht nur minus 30% Resistance, während Swirls minus 40% Resistance das macht. Das heißt, theoretisch ist. Der Damage Increase dadurch, und nicht nur theoretisch, sondern praktisch auch, ist er höher. Natürlich macht Overload an und für sich ein bisschen weniger Schaden als Hyperbloom, 30% weniger, 33. Aber es ist trotzdem
nicht allzu schlecht. Und wenn du das noch mit deinem Burning aufeinander rechnest und wenn du da mit eingehst, dass Overload halt eigentlich AOE ist und dass die Swirls auch AOE sind und alles, ist es ein ziemlich gutes AOE-Team theoretisch. Mit ziemlich gut meine ich, du kannst damit Abyss, wenn es anwendbar ist, ohne allzu große Probleme clearen. Das Problem ist halt, wenn du Single-Target hast, weil dann hast du keine Overlaps der Overloads, du hast keine Overlaps von den Burning Reactions, du kannst gar nicht mal überhaupt so viele Burning Overloads machen und dein Burning alleine macht halt auch nicht so viel Schaden. Du kannst Morgana gegen Single-Target probieren und vertrau mir, du wirst nicht viel Schaden machen, weil es halt kacke ist in Single-Target. Morgana ist doch einfach so schon kacke, nicht? Morgana ist eigentlich okay, es ist so wie mit Venti, guck mal, das ist ein Venti-Team. Und ein Venti-Team, das eigentlich auch noch sehr gut ist für Venti. Also es ist eines der besten Venti-Teams. Und Venti ist einer der besten Charaktere, wenn nicht sogar der beste Charakter, wenn du ihn verwenden kannst. Aber du kannst ihn halt nicht verwenden. Ist ein bisschen so wie Freeze. Morgana ist ja auch ein Freeze-Team. Das ist eigentlich eine Kombination sogar von beidem. Freeze kannst du, ist nur dann gut, ist eigentlich die beste Reaktion im Game, wenn du sie benutzen kannst. Aber du kannst sie halt nicht benutzen. Das gleiche gilt für Venti. Wenn ein Abyss ventiable ist, ist Venti der beste Charakter im Game. Wenn der Abyss nicht ventiable ist, und das ist ja in den letzten Jahren nie komplett gewesen, dann ist er halt Arsch. Und unbrauchbar. Nicht unbrauchbar, aber halt einfach nicht gut. Du kannst ihn zum Beispiel in Floor 11 und Floor 12, die sind immer, Floor 9 und 10, die sind immer ventiable. Wenn du Venti dort benutzt, du siehst, das ist einfach der beste Charakter für einen ganzen Abyss. Außer vielleicht, sagen wir mal, Növelet. Növelet hat ihn auch noch ein bisschen gepowercreept, aber an und für sich, wenn du jetzt nicht die Spin-to-Win-Technik von Növelet benutzen würdest, ist Venti der beste Charakter, wenn der Abyss ventiable ist. Ja, aber wir reden jetzt nur über den Abyss oder einfach der beste Charakter? Wie der beste? So, ich sag allgemein Combat-technisch. Multitarget ist ja der beste. Ja, aber nicht alles Multitarget, weil Multitarget ist auch Triple Kanky und da ist er Arsch. Ja. Wenn es gut crowd-controllable ist, wenn du viele kleine crowd-controllable Enemies hast, wie Hillichurls, Slimes oder ähnliche. Oder sagen wir mal irgendwelche, was gibt's noch? Die kleinen Mechs von Fontaine. Was gehört noch aber darunter? Wie viel Damage macht Venti so mit einem Schuss? Ja, Venti aufgeladen. Macht jetzt nicht. Venti macht persönlich gar nicht so viel Schaden. Es geht darum, dass er aber alles herumswirlt. Und der Swirl macht relativ viel Schaden und es macht halt eben auf AOE Damage und du kannst dann halt andere Charakter reinpacken, die alle AOE Damage machen und vielleicht sowas wie Ganyu auch, die Quadratic Scale. Ja, dann hast du tausende kleine Nummern. Genau, und zwar sind nicht mal so kleine Nummern. Ich meine, Ganyu macht dann halt, was weiß ich, so um die... Ich schau kurz bei meiner eigenen Ganyu nach. Ich habe hier eine Ganyu auf... Vielleicht Morgana gebildet oder ist es die gute Ganyu? Nee, das. What? The fuck? Egal, ich schau mal kurz woanders rein. Ich schau mal kurz bei einer guten Morgana Ganyu nach. Das ist eine Meld Ganyu. Lass mal hier zu Morgana gehen. Und eine Morgana Ganyu wird, sagen wir mal, in den Top. Sagen wir mal, Top 10% ist schon reasonable. Macht 14,6k pro. Ice Shard. Und hittest wie viele Ice Shards auf einem Elemental Burst im Durchschnitt? Ich glaube so um die 8 Stück, wobei ich mir da nicht sicher bin. Das heißt, du wärst so bei, was weiß ich, sagen wir mal 120.000. 120.000. Findest du Ganyu immer noch gut? Bitte? Wie findest du Ganyu? Die ist okay. Damals war sie ja ziemlich stark, nicht? Nein. Das dachten Leute. Hm? Ich meine, National war schon immer besser als Ganyu. Was ist National? Bro, das kann nicht sein. Es gibt mehrere Nationals. Man spricht allgemein von einem National-Team Core, wenn du halt die drei Charakter XQ, Bennett, XL hast. Ja. Da hast du zum Beispiel Sucrose National, hast halt Sucrose plus die drei Charakter, hast du Kazuha National, Kazuha plus die drei Charakter, hast du Chong, das originale National, hast du Chongyun plus die drei Charakter, hast du International, hast du Kazuha, Child, Bennett, XL. Und das ist besser. Das ist eine viel besser. Ja. Weil nicht unbedingt viel, viel besser, aber schon deutlich besser. Ich meine, DPS-wise macht das wahrscheinlich doppelt so viel Schaden, ich weiß es nicht. Es macht viel. Ich werde mal kurz den anderen Account ein, dann kann ich mal kurz zeigen. Dann ist Ganyu useless.
Ganyu ist nicht useless. Sie ist immer noch gut und so, aber sie ist halt nicht insane. Ich wollte sie damals immer haben. Ja, ich wollte sie auch haben. Ich habe sie auch bekommen. Aber ich habe auch viel zu viele Puls rausgeschmissen. Jetzt benutze ich sie halt gar nicht mehr. Also ich zeige dir gleich, was ich schnell kann.